Dietmar Demuth und seine Jungs, sie sind seit dem zweiten Spieltag der NOFV Oberliga Süd Tabellenreiter und heute geht es am 13. Spieltag gegen einen direkten Konkurrenten, gegen den ersten FC International Leipzig mit Trainer Heiner Backhaus. Das ist immer ein ganz besonderes Duell, deswegen auch 2708 Zuschauer vor Ort. Riesenstimmung von Anfang an durch die Fans, die noch am letzten Wochenende die erste Liga-Niederlage miterlebt haben gegen den direkten Verfolger Luckenwalde. Und der hat am vergangenen Tag gewonnen, deswegen heute die Partie von Marek Nixdorf gepfiffen. So wichtig für die Chemie-Mannschaft, um wieder ein bisschen Dampf vom Kessel abzunehmen. Die Chemiker in grün von rechts nach links mit 4 Veränderungen der Startelf, unter anderem Dominik Rehne-Heine, neuem Tor, nachdem Lattendress Levesque gepatzt hatte gegen Luckenwalde. Und die erste Chance lässt nicht lange auf sich warten. Das ist Muza, der hat die Übersicht für Bravo! Adrian Perez Bravo, der beste Stürmer der Liga mit 12 Treffern. Ihn müssen sie heute dringend in den Griff bekommen. Doch Chemie ist davon überhaupt nicht bekümmert. Flanke von Linksverteidiger Schmidt auf Druschki. Erste Chance für die BSG vom Mann, der auch so furios im DFB-Pokal getroffen hatte. Er hat übrigens auch eine Inter-Vergangenheit und kennt auch Trainer Heiner Backhaus. Nach eigenen Aussagen haben diese allerdings nicht mehr viel miteinander zu tun. Und wie wichtig wäre jetzt ein früher Treffer für die Chemie? Da ist Benny Schmidt! Und er senkt sich in den Winkel. Was ein Traumtor. Benjamin Schmidt, das ist zum Zungenschnalzen. Und sonst ist der überhaupt kein Torjäger, der Mann im zentralen Mittelfeld. Hier hat er den ganz feinen Fuß und lässt den patzenden Dimitris Kyriazis richtig alt aussehen. Die Stimmung inzwischen absolut grandios. Nächste Chance für Chemie. Es ist wieder Druschki. Der Freistoß direkt auf den Kasten von Kyriazis. Und dann gab es einen Schock für die Heimfans. Hier fällt Sechser Andi Wendschuch einfach um, greift sich an den Oberschenkel. Er muss ausgewechselt werden. Der so wichtige defensive Rückhalt fehlt nun und wird durch Marc Böttger ersetzt. Nun eine kuriose Szene. Der Schiedsrichter unterbricht das Spiel. Es gibt Gelb für Benny Schmidt. Man hat kilometerweit nichts gesehen. Er muss sich verbal beklagt haben. Wir merken uns das mal. Der FC International lässt sich nicht beirren. Nächste Chance. Brisante Szene. Schiedsrichter sagt, kein Elfmeter, Ball gespielt. Auch wenn der nächste Interspieler dann auch noch im Strafraum liegt. Die Stimmung zur Pause aufgeheizt, auf Seiten der Leutscher allerdings Zufriedenheit bislang. Dietmar Demuth wird versuchen, die richtigen Worte zu finden, unter anderem für Dominik Rehne-Heide, der bislang eine gute Partie macht, genauso wie Sascha Rode, der auch eine Inter-Vergangenheit hat, der Innenverteidiger mit einer sehr souveränen Leistung. Dann wird noch der Zehner eingewechselt im Namen von Misaki, der Japaner, nun über die rechte Seite und den merken wir uns auch mal. Inter übrigens eine Mannschaft, die mit allen Mitteln kämpft. Kapitän Kim auf Gazidis. Riesenchance für den Mann mit der Nummer 44, nachdem der Freistoß einfach schnell ausgeführt wurde. Gazidis allerdings im Abseits. Doch auch die BSG kann richtig gut Freistöße schießen. Das ist wieder Kai Druschki und knapp über den Kasten von Kyriazis. Kai Druschki und Daniel Heinze, die beiden Stürmer bei der BSG im 4-4-2-System, sind auch die, die für die Standards verantwortlich sind. Die Partie hat sehr viel an Fahrt aufgenommen, aber auch die Stimmung ist gereizter. Das Foul von Misaki, zu Recht mit Gelb bestraft. Schiedsrichter Marek Nixdorf aus Dresden versucht alles, um diese Partie irgendwie ruhig zu halten. Nächste Chance für die BSG. Druschki mit tollem Ball für Buri. Buri hat die Nerven nicht. Das muss fast das 2:0 sein. Der linke Mittelfeldmann, der auch im DFB-Pokal so geglänzt hat. Hier und heute mit blanken Nerven. Nächste Chance, wir erinnern uns an Misaki. Und der sieht gelb-rot, nachdem er erneut Benjamin Schmidt gefoult hatte. Nach 68 Minuten ist das Spiel für ihn
schon vorbei. Inzwischen immer wieder Dreh- und Angelpunkt in der Offensive der BSG. Kai Druschki, der hier im Zusammenspiel ist, mit dem eingewechselten Erik Berger. Ganz knapp über die Latte. Der FC International mit mehr und mehr Spielanteil in der zweiten Hälfte. Und sie hätten so gerne den Ausgleich. Toller Ball, wieder auf Adrian Bravo. Und den kann niemand aufhalten. Ausgleich, 78 Minuten gespielt. 1:1 durch Adrian Perez Bravo. Und einige Zurufe von den Chemiefans an der Seite werden sicherlich nicht so nett gewesen sein. Wir schauen nochmal auf die Szene, die zu seinem 13. Saisontreffer führte. Hier der flache Ball, Heide kann ihn nicht festhalten und Droglic, der den Rechtsverteidiger Fahia vertritt, der ja gesperrt war aus dem letzten Spiel, er kommt nicht rechtzeitig dran. Nächste Chance wieder für die BSG. Die Partie super offen. Sie haben allerdings nicht die Nerven. Riesenchance für Buri, der erneut vergibt. Alexander Buri und seine BSG. Es muss doch irgendwann klappen. So ist die Partie weiter offen. Und der Kampf der beiden Mannschaften, der erste gegen den dritten, geht weiter. Unschöne Situation, das Foul von Schmidt, aber das ist nicht ausschlaggebend für die nächste Brisanz. Hier wieder Benny Schmidt, der erneut provoziert und der auch die gelb-rote Karte sieht. Und der ist auch völlig außer sich. Die Gemüter sind bereits sehr, sehr erhitzt. Nun muss auch Chemie mit 10 Mann die restliche Spielzeit auskommen. Und das war's. Die BSG Chemie Leipzig und der FC International Leipzig trennen sich mit 1:1. Auch nach dem Spiel gibt es nochmal eine gelbe Karte. Luckenwalde rückt ein bisschen näher dran. Nur noch 2 Punkte Abstand auf den Tabellenzweiten für Chemie. Und Dietmar Demuth kann die gelb-rote Karte nicht verstehen. Ich glaube, da hat der Schiedsrichter auch ein bisschen Fingerspitzengefühl, hat ihm da gefehlt, zumindest bei der gelb-roten Karte von Benny Schmidt. Wenn er sich da aufregt, vorher war ein Foul und wenn man das nicht mal kundtun darf, ja, dann tut es mir leid. Dennoch dürfen sich die Chemiker feiern lassen, auch wenn es nur ein 1:1 wurde. Der Spielverlauf passt zum Ergebnis und es war definitiv eines der schwereren Spiele der Saison. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.